Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ELITV. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Sendung steht sich mal ganz im Zeichen des ärztlichen Nachwuchses. In aller Regel 5 Jahre Studium, das ist eine sehr lange Zeit. Danach geht es aber erst richtig los. Die Medizinstudenten absolvieren vor ihrem Examen ein praktisches Jahr in einem Krankenhaus. Die angehenden Ärzte, die werden im Klinikjargon PJler genannt und die lernen das weite Feld der Medizin jetzt im ganz praktischen Alltag kennen. Wie das geht, das erfahren Sie gleich. Aber erstmal, wie immer, unser Nachrichtenblock. Familienhebammen helfen. Am Elisabeth-Krankenhaus ist das Multicenter-Projekt Kinderzukunft NRW gestartet. Das Programm wird vom nordrhein-westfälischen Familien- und Gesundheitsministerium und einigen Krankenkassen finanziell unterstützt. Dieses Pilotprojekt hat die Früherkennung und Vorbeugung einer Kindeswohlgefährdung und die Senkung der Säuglingssterblichkeit zum Ziel. Das ELI ist eine von 7 Geburtskliniken in NRW, an denen das Vorhaben durchgeführt wird. Das besondere Merkmal ist, dass die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte sowie Frauenärzte möglichst bereits während der Schwangerschaft in die Begleitung der Mütter mit ihren Kindern einbezogen werden. Grundstein für Mutter-Kind-Klinik. Auf dem Gelände des Elisabeth-Krankenhauses in Reith wird Mitte September der Grundstein für die neue Mutter-Kind-Klinik gelegt. Die städtischen Kliniken investieren in den Bau und die Ausstattung der Klinik in den kommenden Monaten rund 17,5 Millionen Euro. Die Mutter-Kind-Klinik grenzt künftig unmittelbar an das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Umziehen werden unter anderem die Kreissäle der Frauenklinik. Durch die Baumaßnahme wird die medizinische Versorgung Neugeborener weiter verbessert. Im Elisabeth-Krankenhaus werden jährlich etwa 1.700 Kinder geboren. Ilse Lommelhaus in Betrieb. Am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin ist der Erweiterungsbau des sozialpädiatrischen Zentrums SPZ in Betrieb genommen worden. Auf rund 350 Quadratmetern stehen unter anderem 11 neue Therapieräume zur Verfügung. Im SPZ werden Kinder zum Beispiel mit Aufmerksamkeitsstörungen und verschiedenen Stressproblematiken behandelt. Der zweigeschossige Neubau trägt den Namen Ilse-Lommel-Haus. Das Erbe dieser Mönchengladbacherin hatte den dringend benötigten Anbau ermöglicht. Das SPZ betreut im Jahr etwa 2.400 Kinder, ausschließlich ambulant. Kommen wir damit wieder zurück zu unserem Hauptthema. Ein Krankenhaus ist nicht nur der Ort, an dem Kranke gesund werden sollen. Eine Klinik ist auch ein Ausbildungsbetrieb. Eben nicht nur für die Experten in der Verwaltung und für das Pflegepersonal auf den Stationen. Natürlich müssen auch die Ärzte ihre Ausbildung nicht nur an der Uni absolviert haben. Sie müssen ihr Wissen auch in der praktischen Arbeit mit den Patienten und den Kollegen überprüfen und natürlich auch verbessern. Um Ihnen zu zeigen, wie das geht, haben wir einen Tag lang einen sogenannten PJler begleitet. Jan Auder A. Ost hat noch ein wenig Zeit. Er erkundigt sich bei Schwester Sabrina, was anliegt. Heute Vormittag nichts Dringendes. In der Notaufnahme bringt er daher noch schnell die Patientenakten auf den neuesten Stand. Auch der Bürokram gehört zu seinen Aufgaben. Anschließend ist er mit den übrigen PJlern wieder auf Station 12 verabredet. Ein gemeinsamer letzter Blick auf die Unterlagen. Hat das jetzt so ein bisschen so Prüfungscharakter, so eine Lehrvisite? Ja, ein bisschen schon. Jede Lehrvisite ist eine kleine Prüfung. Und sind Sie vorbereitet? Ja, schon. Wir tun, was wir können. Jan Auder A. Ost trägt vor, auf welchen Patienten mit welchem Krankheitsbild Dr. Bucher, die Medizinstudenten und die Stationsleitung gleich treffen werden. Dr. Bucher hat einige Nachfragen und hört konzentriert zu. Dann ist es soweit. Hans Pisters kann sich schlecht bewegen. Jan Auder A. Ost erklärt, was bereits getan wurde und was noch zu tun bleibt. Der Behandlungsverlauf ist vielversprechend, das Engagement der PJler freut Dr. Bucher immer wieder aufs Neue. Die PJler, die schon jahrzehntelang kommen, sind immer motivierte junge Menschen, die also gerne den Stoff aufnehmen. Die haben Spaß dabei, bei der praktischen Arbeit das, was sie theoretisch an der Universität gelernt haben, jetzt umzusetzen. Das macht wirklich Freude, den Studenten das zu vermitteln. Ja, es ist sehr, sehr praktisch, zum Teil sehr handwerklich. Man lernt halt hier das Handwerk, nachdem man an der Uni so die theoretischen Grundlagen bekommen hat. Und die werden dann hier vertieft. Ich wollte alles in einem Haus machen und nicht in einer Uniklinik. Und da war das ELI die beste Wahl. Und in so einem kleinen Haus kennt man sich eher mal und die Wege sind kürzer. Die Arbeitszeiten der PJler sind auch nicht anders als die der Kollegen.
Die Aufgabenbereiche sind vielfältig. Natürlich gibt es auch schon mal Dinge, die man als angehender Mediziner nicht unbedingt gerne macht. Es gibt in der Kinderheilkunde die Klassiker für die PJler. Das sind Schweißtests und Schellungtests. Das ist eine relativ langweilige Aufgabe, aber die müssen auch sein und gehören halt dazu. Sagen wir so, es gibt Aufgaben, für die sind die meisten Ärzte überqualifiziert und deswegen machen die PJler das. Aber ich sehe da keine böse Absicht. Im Gegenteil, die PJler fühlen sich in den städtischen Kliniken fast wie zu Hause. Nicht viele Krankenhäuser haben regelmäßig Studenten im Haus. Man muss sich darum kümmern. Man muss die Leute aktiv hierher holen. Man muss ihnen einen attraktiven Ausbildungsplatz bieten. Und damit sind wir sehr stark engagiert, sehr unterwegs. Deshalb bemühen wir uns, die Leute viel zu zeigen hier. Wir würden es vielleicht auch noch gerne etwas attraktiver machen. Und wenn wir es dann zu attraktiv machen, indem wir vielleicht auch noch finanzielle Unterstützung geben für Nachtdienste und so weiter, dann kann es plötzlich sein, das ist aber nicht nur bei uns so, dass dann irgendeine Mutteruniversität sagt, nee, das ist eigentlich ein bisschen viel, was er da tut, da müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger sein. Jan Auder Aost ist gerne in der Kinderklinik. Die Fachfragen von Oberarzt Dr. Ingo Kern sind ihm einigermaßen vertraut. Jan Auder Aost hat vor seinem Studium eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger gemacht. Nach der zweiten Lehrvisite an diesem Tag und einer kurzen Mittagspause steht für die PJler am Nachmittag noch Theorie auf dem Stundenplan. Diesmal geht es um die Auswertung von EKG-Befunden. Auch dieses Thema bearbeiten die PJler mit großem Ernst. Trotzdem ist die Atmosphäre entspannt. Dafür sorgt allein schon die ruhige Art ihres Ausbilders. Für Jan Auder Aost ist der Beruf des Mediziners ein Traumberuf. Er hat mit Wissenschaft und Menschen zu tun. Die Menschen, die einem begegnen, sind in einer Grenzsituation. Und es kommt darauf an, trotz der Routine, die man selber dabei hat, diese Situation auch zu würdigen für die Menschen. Und trotzdem nicht selber panisch zu werden. Es ist eine Herausforderung schon. Und wenn ich abends nach Hause gehe, und bei mir ist es jetzt noch nicht so viel, aber wenn ich eine neue Situation bewältigt habe, dann ist das ein gutes Gefühl. Man muss sein Leben außerhalb des Krankenhauses haben, oder ich muss ein Leben außerhalb des Krankenhauses haben. Ich selber mache sehr viel Sport, laufe gerne und ansonsten verbringe ich meine Zeit mit dem, was andere Leute auch machen. Lesen, Fernsehen gucken. Wir sehen also, für sehr viele junge Menschen ist Arzt ein absoluter Traumberuf. Man muss aber sehr viel lernen, man muss sehr viel wissen, man braucht Einfühlungsvermögen, weil man sich natürlich auch mit den Patienten beschäftigen muss, ganz persönlich. Und man braucht praktische Erfahrung und die sammelt man im praktischen Jahr. Und über das wollen wir jetzt sprechen mit Professor Hua Nguyen, ärztlicher Direktor der städtischen Kliniken. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Was ist denn ein akademisches Krankenhaus, in dem junge Ärzte so ein praktisches Jahr absolvieren? Das Medizinstudium besteht aus vielen Teilen. Ein wichtiger Bestandteil ist das praktische Jahr, wo die angehenden Ärzte intensiv auf den Beruf vorbereitet werden. So eine Aufgaben übernehmen die sogenannten akademischen Lehrkrankenhäuser. Die bekommen diese Aufgabe von der Universität zugeteilt, weil sie eine besondere Struktur vorweisen und einen besonderen Ausbildungsstandard. So ist das sozusagen eine Ehrenaufgabe, diese Aufgabe zu übernehmen. Also nur die besten Kliniken dürfen ausbilden und dann gehören die städtischen automatisch quasi dazu. Korrekt. Welchen Stellenwert hat denn die ärztliche Ausbildung bei Ihnen? Also Gesundheit ist ein besonderes Gut. Das Arztberuf bedeutet heilen und helfen. Somit steht Qualität vor Quantität. Wir wissen alle, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also um diese Qualität sicherzustellen und einen hohen Standard zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, an der Ausbildung selbst dran teilzunehmen. Deswegen haben die städtischen Kliniken im besonderen Ziel gesetzt, einen hohen Ausbildungsstandard in allen Berufen zu setzen. Deswegen möchten wir das sehr, sehr gerne gut machen. Sie müssen sich vorstellen, wir bilden diejenigen aus, die Sie und mich in 10 bis 20 Jahren behandelt. So das müssen wir sehr behutsam damit umgehen. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Also da gibt es ja die ganz Erfahrenen, die alten Hasen, nenne ich sie mal, und die ganz Jungen. Leidet da der Stationsbetrieb drunter? Also muss man sich als Patient jetzt Sorgen machen, wenn man viele Ärzte im praktischen Jahr auf der Station hat?
Nein, im Gegenteil. Das sind schon erfahrene Leute, die haben 5 Jahre Studium hinter sich. Sie brauchen ein bisschen in die Hand genommen zu werden, um den letzten Schliff zu bekommen. Sie entlasten den Betrieb in vielfacher Weise. In den Notaufnahmen versorgen sie Patienten zuerst, bis der Facharzt gekommen ist und die Sache zu übernehmen. Im OP nehmen sie regelmäßig in allen Operationen teil und helfen wie richtige Assistenzärzte. Auf den Stationen nehmen sie Blut ab und sind als Erstansprechpartner für alle Patienten. Was auch besonders ist, dass sie auch Zeit dafür haben. Das heißt, für die Patienten hat es eigentlich nur Vorteile, weil es sozusagen eine Extraversorgung ist. Ganz, ganz richtig. Das Besondere dabei ist, die richtigen Ärzte, wenn sie im Operationsgebiet so arbeiten, sind sie zum Teil im OP, die anderen gehen zu Untersuchungen. Diese angehenden Ärzte verbringen die meiste Zeit auf der Station. Sie haben noch viel, viel Gefühle, was die anderen zum Teil nicht mehr haben. Sie haben Zeit, Geduld, können die Sorgen und Nöte der Patienten auch sehr gut anhören. Und meistens können sie schon viele Dinge vorab regeln, bevor die Ärzte auf die Station kommen. Hat es denn auch Vorteile, also wir haben über die Patientenvorteile gesprochen, gibt es denn auch Vorteile für die alten Hasen, also für die schon fertigen Ärzte auf der Station, wenn eben junge Kollegen dazukommen? Auf den ersten Blick bedeutet Ausbildungszeit. Aber man muss bedenken, dass wenn man jemanden ausbildet, bildet man sich selbst auch, indem man sich sein Wissen, sein Können, seine Fertigkeiten nochmal rekapitulieren, sich verfestigen. Auf diesem Wegen sozusagen bewegen sich beide in ein höheres Niveau, sodass ohne Ausbildung werden sie die angehenden Ärzte sozusagen so bleiben, so wie das sind. Andere Seite muss man so sehen, wie wir gesprochen haben, die angehenden Ärzte helfen den alten Hasen in sehr vielen Hinsichten. Sie übernehmen Arbeiten, sie telefonieren und so weiter und so fort. Das heißt, sowohl praktisch als auch intellektuell können sie sich fortbilden. Also es hat für alle eigentlich nur Vorteile. Sicher. Gibt es in der Zukunft neue Ausbildungsbereiche, wo junge Ärzte dazukommen? Wir bilden die Studenten im praktischen Jahr aus. Wir bilden die Fachärzte in vielen Bereichen aus. Jetzt, was aktuell neu ist, dass wir zusammen mit den niedergelassenen Ärzten an der Ausbildung von sogenannten Hausärzten beteiligen. Das ist bisher sozusagen noch nicht sehr nach vorne gebracht worden. Wir wissen genau, in den nächsten 10, 20 Jahren fehlen sehr viel an dieser Sparte. So werden wir schon intensiv damit noch beschäftigen. Der andere Punkt ist noch, dass wir auch die Ärzte zusammen mit dem Schulgesundheitszentrum auch an der Ausbildung von anderen Berufsgruppen noch beteiligen. Professor Dr. Nühn, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's schon wieder mit ELITV. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei, mal zu gucken, wie es hinter den Kulissen aussieht und wie junge Ärzte in den städtischen Kliniken ausgebildet werden. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen oder auch Kritik, schreiben Sie uns sehr gerne an eli-tv@sk-mg.de. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.